Im aktuellen Smokers TV-Talk sind wir heute in Hannover. Unser Gesprächspartner ist Christoph Schöllhammer und er ist von der Deutschen Messe AG. Die Deutsche Messe AG hat was ganz Neues vor. Das wollen wir Ihnen heute präsentieren, denn am 24. Juni debütiert die Steam and Smoke in Hannover. Die Deutsche Messe AG platziert damit eine neue Special Interest Messe vor dem Hintergrund einer wachsenden Branche. Die Anbieter von E-Zigaretten und Shisha-Produkten sind im Aufwind. Und die Messegesellschaft in Hannover meint, das muss ein Auslöser sein, um diese Überlegungen anzunehmen und einer geeigneten Plattform zu bieten. Ja, und dann fragen wir jetzt dazu den Macher an dieser Stelle, nämlich Christoph Schönhammer. Erstmal herzlich willkommen nochmal. Und ja, wie kam es dazu? Ja, also vielen Dank für die Einladung. Wie kam es dazu? In der Tat eine interessante Frage. Hintergrund ist, dass ich selbst einige Jahre in der Türkei gelebt habe und während dieser Zeit auch Berührung oder erste Berührung mit dem Shisha-Markt, mit der Shisha-Szene bekommen habe. Zu der Zeit eine Szene, die in der Türkei schon etablierter war, also im Gegensatz zu Deutschland. Mit diesen Impressionen bin ich dann auch nach Hause gegangen und das hat mich aber, wie gesagt, persönlich auch nicht mehr losgelassen und interessiert einfach. Das ging dann so die ganze Zeit. Ich hatte verschiedene Stationen von Frankfurt über Stuttgart bis nach Hannover und dann ist Folgendes passiert während meiner Zeit in Hannover, dass ich in die Abteilung Neuproduktentwicklung gewechselt habe. Und das war im Jahr 2018. Und zu dieser Zeit ging es darum, neue Produkte zu kreieren, zu entwickeln und an den Markt zu bringen. Und 2018 habe ich mich dann mit diesem Thema Shisha, E-Zigaretten befasst, mit der Absicht, die Messe 2020 in Hannover zu lancieren. Dann sind wir in den Markt oder die haben die ersten Markterkundungsgespräche geführt mit verschiedenen großen Produzenten, Herstellern, Großhändlern. Gerade der Raum Hannover ist ja hier sehr interessant, weil einige große Firmen, Tabakproduzenten in oder beziehungsweise auch Großhändler in und um Hannover angesiedelt sind. Und die Resonanz von diesen Firmen, die war hervorragend, die war klasse. Die haben gesagt, wie gesagt, wir kennen alle die Bundesrepublik Deutschland mit mehreren Bundesländern. Jedes Bundesland hat da so seine eigene Messegesellschaft und richtet Messen für verschiedenste Zielgruppen aus. Mit dem Standort Hannover ist es so, dass wir einen großen Anspruch an den Norden der Bundesrepublik haben, gerade was natürlich Endkundenmessen angeht, so wie es in diesem Fall ja der Fall ist. Genau, ich glaube, ich springe aber gerade schon ein bisschen. Genau, also ausgehend oder ich komme nochmal zurück. Wir haben die Markterkundungsgespräche geführt, haben auch eine positive Resonanz aus dem Markt erfahren. Und das Ganze hat uns dann dazu geführt, beziehungsweise in unserer Entscheidung dahingehend und unterstützt, dass wir gesagt haben, wir möchten eine Messe am Standort in Hannover machen. Und zwar im Jahr 2020. Dann ist leider Ende 2019 etwas eingetreten, was sich niemand von uns gewünscht hat und die Welt aus damaliger Sicht gesprochen vor komplett neue Herausforderungen gestellt hat. Somit hat die Deutsche Messe, unter anderem ein großer Veranstalter in der deutschen Messewirtschaft, sämtliche Veranstaltungen absagen müssen, unter anderem auch diese Veranstaltung. Dann war, wie gesagt, die letzten 2 Jahre kennen wir alle, da müssen wir nicht groß drüber sprechen. Jetzt ist da einfach wieder ein bisschen Aufwind, es ist eine Aufbruchsstimmung, die wir am Markt, im Messewesen, auf Kundenseite wahrnehmen. Die Leute möchten sich wieder treffen. Man hat einfach festgestellt, ja, digitale Formate, um Gottes Willen, die haben ihre Daseinsberechtigung, die sind mit Sicherheit an der einen oder anderen Stelle auch förderlich, bieten gewissen Mehrwert, aber gerade das Treffen oder der persönliche Austausch, den kann man digital einfach nicht ersetzen. Und somit sind wir zu dem Entschluss gekommen, jetzt im Juni, also wobei ich muss hier auch sagen, die Messe war eigentlich für den Februar geplant. Im Februar dieses Jahres war es aber so, dass wir in Niedersachsen noch ein
eine Winterruhe hatten, beziehungsweise damit einhergehend ein Messeverbot. Dann haben wir die Messe vom Februar auf Ende März verschoben, mussten uns allerdings Mitte Februar dann nochmal im gesamten Team in die Augen schauen und sagen, wie stabil ist denn ein Ende März-Termin? Und zu der damaligen Zeit, war die Situation einfach noch so unsicher, dass wir uns dann wiederum für eine erneute Verschiebung in den Sommer entschieden haben. Und das ist jetzt aber auch unser Datum, 24. bis 26. Juni. Von heute ausgerechnet ein guter Monat. Wir im Team, wir freuen uns auf die Veranstaltung und mit allem, was dazugehört. Ja, das war doch schon mal richtig so, den Einstieg, da haben Sie uns richtig schon mitgenommen, wenn das, was Sie vorhaben, die Steam Smoke wird eine Fach- und Verkaufsmesse sein. Ne? E-Zigaretten, Shisha-Produkte, welche Produktwelten dürfen denn die Besucher dort erwarten? Es gibt ja viele kleine Spezifikationen. Genau, Sie haben schon richtig auf den Punkt gebracht. Also Fach- und Verkaufsmesse stimmt. Wobei wir hier vielleicht auch noch mal ein bisschen differenzieren müssen. Ich glaube, wir alle kennen die Messen, die bis zum Jahr 2020 stattgefunden haben. So dieses klassische Messebild, wir haben einen Fachbesuchertag und wir haben sogar Endbesuchertage. Die Post-Corona-Zeitrechnung, die muss ich jetzt einfach noch mal einstellen. Funktioniert das so noch, so wie wir Messen machen oder bisher Messen gemacht haben? Gibt es diesen Fachbesuchertag noch? Das sind jetzt alle so Dinge, da stehen wir, nicht nur wir als Deutsche Messe, sondern die gesamte Messebranche noch vor großen Fragezeichen. Aber in unserem Fall ist es so, wir bilden mit der Steam and Smoke, so wie der Name auch schon sagt, das Raucher- und Dampfportfolio im ganzheitlichen Sinne ab. Uns ist es einfach wichtig, den Markt ganzheitlich zu betrachten. Das kommt so ein bisschen aus der Ecke, weil unser Anspruch der Deutschen Messe AG ist es immer, die ganzheitliche Betrachtung einer Messe, auch wenn es um die Industrie geht. Wir wollen jetzt nicht nur sagen, wie funktioniert denn Teil A, B, C, sondern wie ist das gesamte Bild, was sich dahinter verbirgt. So auch das Gleiche gilt für diese Messe. Deshalb sagen wir, wir konzentrieren uns auf den Vape-Bereich genauso wie auf den Rauchbereich, der Raucherbereich übergreifend, sei es Zigaretten, sei es Zigarren, sei es Shisha. Natürlich und bei einer Erstveranstaltung gibt es immer Schwerpunkte. Zum einen Schwerpunkte, zum anderen gibt es aber auch Marktvoraussetzungen bzw. Marktveränderungen. Wir haben sehr stark erfahren müssen, dass der Vape-Bereich, da kommen jetzt zum Beispiel zum 1. Juli neue Steuererhöhungen auf Liquids, die diese gesamte Branche vor neue Herausforderungen stellt, sodass wir da mit Ausstellern, auch viele größeren Herstellern gesprochen haben und die uns gesagt haben, hey, liebe Leute, wir müssen uns jetzt selber erstmal angucken, wie sich der Markt entwickelt. Wir müssen uns als Unternehmen neu strukturieren, organisieren, weil jede Umstrukturierung ist gut. Aber wenn der Endkunde am Ende des Tages das Produkt nicht mehr nachfragt, dann hilft die beste Umstrukturierung nichts, weil dann gibt es das Unternehmen gegebenenfalls dann auch nicht mehr. Deshalb, es wird ein interessantes Messejahr. Wir mit der Steam & Smoke konzentrieren uns jetzt bei der Erstveranstaltung Schwerpunkt auf Shisha, Tabak, Hardware, Software, also beziehungsweise Software in dem Fall halt diese Peripherieprodukte, um hier erstmal einen Auftakt hinzuschlagen, am Markt anerkannt zu werden und uns daraus dann entsprechend langsam zu entwickeln. Es ist, glaube ich, so, dass die Messe ja sagt, Steam und Smoke, das soll ein jährlicher Treffpunkt speziell für Norddeutschland werden. Hier sollen sich Produzenten, Händler, Branchenexperten, Endverbraucher treffen. Eine Community im modernen Sinne einer Messe. Ist das so Ihr Ziel? Das ist unser Ziel, genau. Wie gesagt, auch hier nochmal eine geografische Betrachtungsweise. Wie gesagt, die BRD ist groß. Wir haben verschiedene Standorte innerhalb Deutschlands.
jeder Standort für sich hat seine Daseinsberechtigung, finde ich. Wie gesagt, allerdings ist es halt auch so, dass wir mit Hannover, wenn wir einen Radius etwa 300 Kilometer um Radius legen, dann sprechen wir halt über das Randgebiet NRW, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Berlin, Hannover an sich, die Region Hannover, aber auch Städte wie Osnabrück, Braunschweig, Wolfsburg, die zählen wir zu unserem Einzugsgebiet. Okay. Natürlich ist es, wie gesagt, wir konzentrieren uns ja im ersten Schritt schwerpunktmäßig auf den Endverbraucher. Und somit ist es doch legitim zu sagen, jemanden, der irgendwie im Norden der Republik wohnt, hey, guck mal, wir haben hier eine Plattform für dich, die ist vielleicht 100, 150 Kilometer von dir entfernt. Dann kannst du uns eher besuchen, bevor du jetzt irgendwie dir den Weg bis in die Mitte oder bis in den Süden der Republik machst, um gegebenenfalls auch eine Veranstaltung anzugucken. Und das ist einfach unser Anspruch. Ich habe es am Anfang schon recht deutlich erklärt. Ich will trotzdem mal da den Daumen so ein bisschen in diese Kerbe hineinlegen. Wir gehen mal davon aus, dass Sie natürlich im Vorfeld reichlich recherchiert haben, Studien erstellt haben, was geht in diesem Markt, was kann man zusammen tun, was kann man unternehmen. Wie war denn das Feedback der potenziellen Aussteller? Die haben Sie bestimmt zuerst in den Fokus gesetzt. Klar, natürlich. Also ohne die Aussteller funktioniert keine Veranstaltung. Von daher, das ist nachher im Messewesen ist das ja so ein Dreiklang aus Veranstalter, Aussteller und Besucher logischerweise. Im ersten Schritt sind es die Aussteller, die wir da mit unserer Idee abgeholt haben, informiert haben und einfach deren Meinung einzuholen. Weil wie gesagt, hätten wir das Feedback oder das positive Feedback der Aussteller nicht erhalten und den Rückhalt, dann gäbe es dieses Projekt bzw. diese Messe nicht. Also wie gesagt, eine ganze Marktstudie oder ein Projekt stützt sich ja im Anfang oder im ersten Schritt immer auf eine Marktstudie. Mhm. Ausgehend auf Analysen, Bewertungen kommt man ja dann zum zweiten Schritt. Okay, gibt es Potenzial? Ja, nein. In dem Fall scheint es oder schien es das gegeben zu haben, um dann den nächsten Schritt einleiten zu können. Der finale Schritt logischerweise ist dann wirklich die Go-Live-Phase, also das Durchführen und Organisieren der Messe. Sie erwarten als Besucher auf der einen Seite die Fachleute, aber auch gleichermaßen den Endverbraucher, also Händler und Konsument gleichermaßen. Nicht ganz einfach, oder? Nicht ganz einfach. Wie schon eingangs erwähnt, Corona hat sowieso alles ein bisschen auf den Kopf gestellt. Um hier einfach, für uns ist es einfach wichtig, den Aussteller glücklich und zufrieden zu machen. Weil am Ende des Tages ist es ja so, dass der Aussteller guckt, wie war die Resonanz, wie viel Umsatz habe ich gemacht und habe ich vielleicht sogar noch ein paar Euro in meiner Tasche. Und wenn so diese, ich sag mal so ganz grob gesprochen, diese Parameter erfüllt sind, dann war das ja ein Erfolg. Von daher, ist das jetzt auch unser Ansatzpunkt zu sagen, hey, wir konzentrieren uns verstärkt auf den Endverbraucher, öffnen aber gleichzeitig die Messe für den Fachbesucher. Was wir aber nicht machen ist, wir rufen keinen expliziten Fachbesuchertag aus, weil hier wieder, wie funktionieren denn Messen nach Corona? Deshalb, da muss man, ich glaube, das ist jetzt erstmal fair genug, uns auch als Messeveranstaltern gegenüber diese Chance zu gewähren, da neue Erfahrungen zu sammeln, um zu sehen, gibt es diesen Fachbesucher noch? Diesen Fachbesuchertag, also einen Fachbesucher wird es immer noch geben, um Gottes Willen, aber gibt es diesen Fachbesuchertag noch? Oder kommt ein Fachbesucher vielleicht jetzt auch am Wochenende und ein Endverbraucher vielleicht jetzt auch während der Woche? Also das sind jetzt noch Erfahrungswerte, die wir neu sammeln müssen. Also von daher nochmal zusammenfassend gesagt, Konzentration liegt auf dem Endkunden, aber wir erwarten natürlich auch einen Fachbesucheranteil. Ja, Messe klassisch, Stand hinstellen, warten, dass die Konsumenten kommen, war früher, ne? Andere Zeit. Ja, Sie bieten ein absolut spannendes Rahmenprogramm, wie ich gelesen habe, spezielle Formate sozusagen als Messeerlebnis, um die mit nach Hause zu nehmen. Jetzt müssen Sie uns bitte erklären, was sind diese Messeerlebnisse,
die Sie den Konsumenten 2022 einfach so einer Messe mitgeben? Ja, Sie haben es eigentlich schön auf den Punkt gebracht, sodass dieses klassische auf der einen Seite Stand, auf der anderen Seite Besucher, so dieses 1980er Messemodell, kann man machen, hat mit auf der einen oder anderen Seite mit Sicherheit auch eine Daseinsberechtigung. Wir haben einen anderen Weg für uns entschieden, einfach zu sagen, klar, der Aussteller, der hat die Chance, seine Produkte zu präsentieren, Tastings zu veranstalten und natürlich ganz wichtig, an allen 3 Tagen zu verkaufen. Aber ein Besucher, warum geht denn ein Besucher auf die Messe? Also, wenn er jetzt nur sagt, okay, dann da ist die Firma A, die zeigt mir eine Shisha, die könnte ich mir gegebenenfalls auch noch im Laden angucken, beziehungsweise ich setze mich abends in eine Shisha-Bar und rauche da meine Shisha und habe das gleiche Feeling. Von daher ist es uns einfach wichtig zu sagen, wir bieten ein Rahmenprogramm, das sich stützt auf Diskussionsrunden, Gewinnspiel, ein Austausch, Produktpräsentation. Auf der einen Seite, daneben aber auch eine Blockparty. Was ist eine Blockparty? Hier werden einfach Newcomer aus der Musikszene erwartet, die quasi genauso wie wir neu am Markt sind, mit uns wachsen möchten. Das ist so ein bisschen so, da geben wir uns einfach, Sie haben es am Anfang ganz schön gesagt, Corona hat uns zusammengeschweißt, uns als Menschen. Wir geben uns die Hände, um gemeinsam wieder zu wachsen, um gemeinsam aufzustehen. Und so sehen wir auch diese Veranstaltung. Wir sind neu, die Szene ist neu, die Community ist neu. Wir treffen uns, um uns allen die Rücken zu stärken und gemeinsam in die Zukunft oder die Zukunft zu bestreiten. Darüber hinaus erwarten wir aber auch ein interessantes Comedian-Programm und abgerundet wird das ganze Spektakel dann mit einer Magieshow. Sozusagen eine Symbiose unter Newcomern, ja? Also von der einen Seite wie von der anderen Seite, aber irgendwie Richtig. rundet sich das Ganze wieder. Herr Schöllerme, am Genau. 24. Juni beginnt die ganze Veranstaltung, geht bis zum Genau. 26. Juni. Und wenn uns jetzt heute, morgen, übermorgen so ein paar Menschen sehen, die dürfen schon Tickets bestellen, ne? Wie geht das? Die dürfen, richtig, genau. Sie erwähnen einen ganz wichtigen Punkt. Tickets sind schon online verfügbar und quasi auf dem Ticketshop der Steam and Smoke. Dort finden Sie Tickets. Wir bieten 2 verschiedene Formen von Tickets an. Es gibt einmal die gewöhnlichen Tagestickets und darüber hinaus steht dem interessierten Besucher natürlich auch ein Dauerticket zur Verfügung. Schau da mal, ich bedanke mich sozusagen schon einmal für dieses Gespräch. Wie das bei mir so üblich ist, mein Gesprächspartner hat das letzte Wort. Was haben Sie für tun für diese Veranstaltung? Also erstmal nochmal vielen Dank für diese Einladung. Wir mit dem gesamten Team der Steam and Smoke freuen uns riesig auf die Veranstaltung, endlich jetzt 2022 wieder durchstarten zu können, unsere Aussteller hier am Standort in Hannover zu begrüßen und darüber hinaus eine Vielzahl von Besuchern, 3 spannende, aufregende Tage organisieren und darbieten zu dürfen. Von daher kommt, greift euch die Tickets und lasst uns wieder gemeinsam durchstarten. Okay, dann werden wir an den aufregenden Tagen auch teilnehmen. Ich bedanke mich noch einmal für das Gespräch. Super viele Informationen rübergebracht. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und ich denke, wir werden auf der redaktionellen Seite ja auch noch ein bisschen was dazu tun. Und einfach für heute, Ende Mai, eine gute Zeit und weiterhin richtig schön buchen, richtig schön die Leute reinholen und erfolgreich sein. Genau. Dazu helfen wir gerne ein bisschen. Super. Vielen lieben Dank. Okay, ciao. Jo, danke. Tschüss.